Heute dreht sich alles um 4 Alltagsoutfits für den Sommer, die ich momentan super gerne trage und jetzt mit euch teilen möchte. Mein Name ist Jessie, hier dreht sich wie immer alles um Fashion, Beauty, Lifestyle und ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei rum, sondern bewegen uns direkt in das erste Outfit. Der erste Look überzeugt durch eine klassische Eleganz. Ich kombiniere einen zeitlosen Schwarz-Weiß-Look für euch. Und zwar ein schwarzes Top, das vorne sehr geschlossen ist, aber dafür am Rücken offen. Es hat verstellbare breite Träger, die am Rücken geknöpft werden und sieht dadurch nochmal wirklich sehr elegant aus. Und dazu kombiniere ich einen auffälligen, alienförmigen Rock, der durch sein Material sehr luftig und leicht fällt und dadurch natürlich nochmal den Eleganzfaktor betont. Dazu habe ich eine klassische Sandale kombiniert, die auch wirklich sehr elegant ist, einen kleinen Absatz hat und durch die unterschiedlichen Breiten der Riemchen den Look nochmal auf ein anderes Level hebt und ihn einfach nochmal ein Müh eleganter macht. Komplettiert wird der Look natürlich auch mit Accessoires. Da habe ich zum einen die kleine schwarze Tasche, die ihr ja bestimmt schon kennt. Und dazu gehört natürlich auch Schmuck und da kommt mein heutiger Kooperationspartner ins Spiel. Das Video heute findet in Kooperation mit Anna Luisa statt. Das ist nachhaltiger Schmuck, der sehr zeitlos und elegant ist. Ich habe euch die wunderschönen Schmuckstücke in meiner Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt euch da einfach reinklicken und euch von dem zeitlosen und schönen Schmuck von Anna Luisa inspirieren lassen. Und vielleicht ist ja auch das Richtige für den ein oder den die andere von euch dabei. Der zweite Look ist ein komplettes Gegenteil zum ersten. Er ist sehr hell und freundlich und wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich eine Affinität zu Beige habe. I don't know why. Aber ich mag die Kombination im Sommer total gerne und mein nächster Look spielt natürlich da vollkommen in meine Karten, würde ich sagen. Aber nicht nur eine Affinität zu Beige ist bei mir vorhanden, sondern auch eine Affinität zu Farbe. Und dieser Look komponiert meine beiden Leidenschaften. Der farbliche Eyecatcher in diesem Look ist natürlich das Oberteil, das ein wirklich für mich perfektes Tomatenrot ist. Also ich habe mit Rot immer so ein kleines Problem. Es muss perfekt zu meinem Hautton passen. Und dieses Oberteil, ich liebe es abgöttisch. Ich habe ewig danach gesucht und ich habe das perfekte rote Oberteil für mich gefunden. Dazu habe ich eine beige Hose kombiniert, die einen lockeren Schnitt hat und ungefähr eine Dreiviertellänge. Die mag ich im Sommer wie im Winter super gerne. Stoffhosen im Generellen passen einfach zu jedem Anlass. Ihr könnt sie privat tragen als auch im Business. Das sind euch keine Grenzen gesetzt und diese Stoffhose ist wirklich ein ständiger Begleiter und nicht mehr aus meinem Kleiderschrank wegzudenken. Dazu habe ich eine Blusenjacke kombiniert. Das ist wirklich eine sehr leichte Jacke, die einfach nur dazu dient, wenn es mal ein bisschen frischer wird, dass man sich etwas drüber zieht. Also sie hat wirklich so eine Art Blouson-Hemd-Charakter, also nichts, was euch wirklich warm hält, aber ich mag diese Art von Jacken im Sommer super gerne und sie ergänzt den Look einfach auf eine perfekte Weise. An den Füßen habe ich auf klassische Birkenstock-Sandalen gesetzt, mit einer extra großen Schnalle. Das mag ich auch immer sehr gerne und die sind nach wie vor einer meiner liebsten Alltagsbegleiter, weil sie einfach super bequem sind. Habe ich wieder die Doppelkette kombiniert. Diese wird natürlich jetzt mehr in Szene gesetzt, weil der Ausschnitt an der Vorderseite einfach ein bisschen tiefer ist und dadurch kommt sie einfach besser zur Geltung. Und bei den Ohrringen habe ich auf rechteckige Kreolen gesetzt. Die mag ich zurzeit super gerne, weil sie sehen einfach noch mal ein bisschen extravaganter aus. Abgerundet wird der Look mit meiner kleinen orangen Tasche von Diane von Fürstenberg, die ich auch über alles liebe und die im Sommer immer wieder ein gern gesehener Begleiter von mir ist, wenn ich wirklich nur das Nötigste mitnehme, weil sie ist wirklich sehr, sehr klein und da passt nicht viel rein, aber ich mag sie voll gerne, auch wegen den goldenen Details und dem schönen sonnigen Orangeton, der einfach für mich gute Laune vielen verbreitet. Der dritte Look ist natürlich wieder das krasse Gegenteil, also entweder ist es bei mir hell und farbenfroh oder es ist einfach nur schwarz oder monochrom und dieser Look spielt natürlich wirklich in die schwarze Schiene, sag ich mal.
der Mittelpunkt des Outfits ist einfach das Kleid. Das ist sehr weit geschnitten, hat einen leicht strukturierten Stoff, den ich mega schön finde, und auch einen sehr angenehmen, luftigen Stoff. Für warme Sommertage genau das Richtige, auch übertags, aber natürlich auch am Abend ein wirklicher Eyecatcher. Das Kleid hat wirklich eine richtig schöne Struktur und auch nochmal kleine Abnähungen, was es wirklich sehr interessant aussehen lässt, und da braucht man auch nicht viel Schnickschnack, da tut es manchmal auch wirklich ein einfaches Kleid. Aber um den Look nicht ganz so eintönig wirken zu lassen, habe ich mich als Tasche für eine sehr auffällige Tasche entschieden, und zwar eine Mischung auch wieder mit einem Schwarzton und etwas Stroh. Das macht den Look natürlich noch mal ein bisschen peppiger, und die Tasche könnt ihr sowohl am Griff als auch über der Schulter tragen. Also es sind zwei, einmal ein Riemen vorhanden und einmal ein Tragegriff. Was ich auch im Alltag immer sehr praktisch finde, je nachdem, wie viel man einfach in die Tasche reinpackt. Und das kann ja bei uns Frauen auch manchmal etwas mehr werden, und das auch oft mal ungeplant. An den Füßen habe ich mich für eine flache Sandale entschieden, die aber durch ihre Detail lebt. Und zwar oben auf der Sandale ist eine große Schnalle verarbeitet, die sehr edel und auch nochmal elegant wirkt und den Look natürlich so nochmal auf eine gekonnte Weise einfach stilvoll abrundet. Einen kleinen Eyecatcher konnte ich mir bei diesem Look auch wieder mal nicht verkneifen, und ich habe zu einer wirklich auffälligen Sonnenbrille gegriffen, die ich schon, glaube ich, 7 oder 8 Jahre in meinem Repertoire zu wissen habe und die ich nach wie vor sehr, sehr liebe. Und zwar ist die von Stella McCartney, ein wirklich zeitloses Modell, das auf der Nase eine wirklich auffällige, aber auch richtig coole Figur macht und das ich auch nicht mehr missen möchte. Dazu habe ich wieder Rechteck-Kreolen kombiniert, die ich in 2 Größen habe von Ana Luisa. Die kann man natürlich auch in Kombination ausführen, das zeige ich euch dann einfach beim nächsten Look, oder sie wie hier einfach durch die kleinere Variante austauschen, und dann ist der Look auch einfach noch mal ein bisschen auffälliger und vielleicht dann auch eher etwas für den Abend. Da mag ich nämlich persönlich gerne immer etwas größere Ohrringe, die dann auch mal etwas mehr auf. Und wir rasen heute wieder förmlich durchs Format und sind auch schon beim letzten Look angekommen. Das ist wieder wirklich der Beweis, dass es entweder schwarz, monochrom oder beige bei mir ist, mit ein bisschen von Farbe. Und genau dieses letztere Kriterium hat dieser Look erfüllt. Und zwar habe ich mich für ein pastellgrünes, langes Kleid entschieden, das einen geraden Schnitt hat, den ich super gerne mag. Und ich mag auch an diesem Kleid, das ich auch jetzt gerade trage, den hohen Kragen. Es hat so den Charakter von, man trägt ein Shirt, aber gleichzeitig auch ein Kleid, und es ist locker und luftig, was ja im Sommer immer genau richtig ist, vor allem wenn es mal wieder richtig heiß wird. Dazu in Kombination habe ich ein beigefarbenes, lockeres Leinenhemd kombiniert. Das gibt den ganzen Look nochmal einfach ein bisschen mehr peppy, wenn es einfach nur solo ausgeführt werden würde, weil ich in diesem Look komplett auf Muster verzichtet habe. Da ist so ein kleines Hemd wirklich eine schöne Spielerei, um den Look einfach nochmal ein bisschen aufzupeppen. Den Vorteil hat es natürlich auch, dass man dann einfach auch mal sagen können, ich binde mir jetzt mal schnell das Hemd zusammen, und dann hat man wieder einen ganz anderen Stil, oder wenn es einfach heiß ist, kann man das Hemd auch ausziehen und einfach so mit sich nehmen. In diesem Look habe ich gleich 2-mal in den Farbtopf gegriffen, also der letzte Look will es auf jeden Fall richtig wissen, und mich dann für eine orangefarbene Tasche entschieden, die auch im Gegensatz zu der kleinen von Diane von Fürstenberg einfach nochmal ein bisschen mehr Platz bietet, auch für den Alltag dann natürlich besser geeignet. In diesem letzten Look trage ich auch nochmal beide Kreolenpaare in Kombination zueinander, was mir auch sehr gut gefällt. Ich mir auch natürlich sehr gut mit dem schwarzen Look vorstellen kann für den Abend, aber diese Kombination, die zeige ich euch ein anderes Mal. Und so schnell geht es, und wir sind schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, euch haben die Inspirationen gefallen und ihr habt
vielleicht etwas mitgenommen für euren nächsten Sommerlook. Der Sommer ist ja schon im vollen Gange gefühlt und ich hoffe, das Wetter bleibt auch einfach so toll, dass wir ihn auch noch richtig genießen können. Denn so viel Zeit haben wir ja schon wieder gar nicht mehr. Dann kommt schon wieder fast der Herbst und dann wird es schon wieder dunkler. Aber nein, daran denken wir jetzt noch gar nicht und genießen erstmal den Sommer, denn der ist ja wie immer meistens viel zu kurz. Und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet. Und wie gesagt, den Schmuck von Anna Luisa habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei und lasst euch inspirieren. Und bis dahin wünsche ich euch einen tollen Tag und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.